Thank you.
Ja, wir sind heute in den Hildener Stadtwald alarmiert worden. Dort war erstmal eine unbekannte Rauchentwicklung, die auch etwas schwer zu lokalisieren war, weil die sich erstmal zwischen den Bäumen überall verbreitete und wir den eigentlichen Brandherd im ersten Moment gar nicht gefunden haben. Nach circa 5 bis 10 Minuten Suche mit mehreren Fahrzeugen haben wir dann eine Stelle gefunden von ungefähr 500 Quadratmeter Unterholz, die gebrannt haben. Die konnten zum Glück sehr schnell abgelöscht werden. Uns unterstützt hat direkt ein Bauer aus der Nachbarschaft, der mit einem Güllefass, wo 15 Kubikmeter Wasser drin passen, er hatte schon vorsorglich direkt gefüllt gehabt und kam direkt hinterher, uns auch unterstützen konnte, was uns natürlich auch sehr geholfen hat. Ja, beim Eintreffen stellten wir wirklich fest, dass ungefähr 500 Quadratmeter die Flammen schon teilweise 2 bis 3 Meter hochschlugen, aber es immer noch das Unterholz war, was gebrannt hat, das trockene Holz, was auf dem Boden lag und natürlich die ganzen Nadeln und das Laub, was hier auf dem Boden liegt. Es hatte zum Glück noch nicht auf die Wipfel übergegriffen der Bäume. Das war halt schon ein großer Vorteil. Ja, wir haben insgesamt von mehreren Seiten das Feuer dann auch angegriffen. Das heißt, wir waren insgesamt mit 4 Rohren vor Ort und haben ja sicherlich bis jetzt ca. 30.000 Liter Wasser auf die Einsatzstelle hier gekippt. Mittlerweile haben wir schon die Waldbrandstufe 3. Von daher ist die Waldbrandgefahr nicht mehr ganz so unerheblich, muss man einfach sagen. Also von daher sind wir sehr, sehr froh, dass wir das Feuer so früh gefunden haben und auch so schnell eindämmen konnten, um Größeres zu verhindern. Es ist natürlich sofort die hauptamtliche Feuerwache alarmiert worden und bei der ersten Rückmeldung über Funk, also das heißt, was wir schon erfahren hatten auf der Anfahrt, dass nämlich mehrere Anrufer schon sich gemeldet haben, wurde das Alarmstichwort auf Waldbrand erhöht und dann ist auch direkt das Ehrenamt mit dabei, wovon ein Teil gerade erst auf dem Rückweg ist von der Einsatzstelle in Korschenbroich.